Wir sind heute unterwegs von Diano Gorleri über die Kuppe nach Imperia. Imperia liegt an der italienischen Riviera di Ponente im Nordwesten des Mittelmeeres. Wir haben eine abgelegene Straße gefunden, die im Regelfall nur von Einheimischen benutzt wird. Gorleri, ein kleiner Ort innerhalb der Gemeinde Diano Marina. Das Dorf liegt oberhalb des Küstenstädtchens und liegt genau zwischen Diano Marina und der Provinzhauptstadt Imperia. Gorleri war bereits schon im frühen Mittelalter besiedelt und wurde im 12. Jahrhundert zusammen mit anderen Orten in die Gemeinde Diano Marina eingegliedert. Unser Weg soll uns ins Zentrum von Imperia bringen. Wein, Oliven und der Duft von mediterranen Pflanzen bestimmen die traumhaft schöne Landschaft der Provinz Imperia. Neben ihrer Rolle im Weinbau und im Anbau von Oliven ist die ligurische Provinz Imperia auch ein Zentrum zur Zucht exotischer Pflanzen. Die Straße ist nicht allzu breit, sodass man Rücksicht aufeinander nehmen muss. Die malerischen Städte der Provinz Imperia sind an dem schmalen Küstenstreifen südlich des Apennin und der südlichsten Alpenausläufer gelegen. Diese geologische Besonderheit trägt zu dem ganzjährig milden, mediterranen Klima an diesem Abschnitt der ligurischen Küste bei. Die Olivenbaumkulturen, die im 12. Jahrhundert eingeführt wurden, haben die Geschichte des imperischen Territoriums stark geprägt, so wie es in den folgenden Jahrhunderten die Blumenzucht und der Tourismus getan hat. Die auf Terrassen kultivierten Olivenbäume und die charakteristischen Trockenmauern sind noch heute das dominierende Element der Landschaft. Imperia ist auch einer der Hauptumschlagplätze für Olivenöl in Italien. Neben den Großabfüllern von Olivenöl gibt es einige kleine Erzeuger im Umland mit Spitzenprodukten auf diesem Gebiet. Das Museo dell'Olivio zeigt alles zum Thema Oliven. Ein wirklich sehr interessantes Thema. Oliven sind nicht gleich Oliven. Und Olivenöl ist auch nicht gleich Olivenöl. Es gibt sehr große Unterschiede, über die man hier ausführlich informiert wird. Von hier aus haben wir einen wundervollen Blick ins Tal auf Porto Maurizio. Obwohl Imperia sehr reizvoll ist, ist Imperia keine Touristenstadt, sondern eine kleine Küstenstadt mit industriellen Strukturen. Zwischen Porto Maurizio und Oneglia entsteht einer der größten Yachthäfen der Küste. Imperia. Die italienische Hafenstadt hat ca. 42.000 Einwohner und ist die Hauptstadt der Provinz Imperia. Sie liegt an der Römerstraße Via Aurelia, die die Hauptstadt Rom mit dem französischen Arles verbindet. Die Strada Statale 1 Via Aurelia ist eine Staatsstraße, die mit einer Länge von 697 Kilometern zu den wichtigsten Staatsstraßen im italienischen Straßennetz zählt.
Die Entfernung von Imperia zum nordöstlich gelegenen Genua beträgt etwa 120 Kilometer. Ventimiglia nahe der Grenze zu Frankreich circa 50 Kilometer. Die Stadt Imperia besteht aus ehemals vielen unabhängigen Stadtteilen wie Oniglia und Porto Maurizio, sowie einer Vielzahl umliegender Dörfer, unter anderem mit den schönen Namen wie Castelvecchio di Santa Maria Maggiore und Monte Grazie. In der Vergangenheit bestimmte fast ausschließlich der Fischfang und der Tourismus das Stadtbild. So lässt sich heute eine Verschiebung zum Dienstleistungssektor erkennen. Die Provinz Imperia ist eine Provinz in der italienischen Region Ligurien. Ihre wichtigsten Städte sind Bordighera, die gleichnamige Provinzhauptstadt Imperia, Sanremo, Taccia und Ventimiglia. Immer mehr setzt man in jüngster Zeit vor allem auf Aktivurlaub, Wandern, Mountainbiking oder Klettern. Pottwale vor Imperia. Ab Imperia startet eine beliebte ca. 5 Stunden dauernde Whale-Watching-Tour. 20 Seemeilen vor der ligurischen Küste können mit etwas Glück Finnwale, Pottwale oder Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum bewundert werden. Den Hafen sollte man unbedingt besuchen, sowie den Fischmarkt. Der Hafen und das nahegelegene Wirtschaftszentrum ist bestens geeignet zum Flanieren und zum Shoppen. In einer ca. 500 Meter langen Arkadenstraße findet man so ziemlich alles. Entlang der farbenfrohen Häuserfronten und Laubengängen befinden sich ausgezeichnete Fischerrestaurants und exzellente Cafés. Von dort aus sollte man sich unbedingt das Treiben im Hafen anschauen. Am Nachmittag verkaufen die Fischer ihren frischen Fang direkt von den Booten. Am Abend ist immer etwas los. In zahlreichen Bars kann man ab ca. 19 Uhr einen Aperitif genießen und anschließend in einem Restaurant zu Abend essen. Ob preiswerte Pizzeria, Grill, Pasta und Fischrestaurant, für jeden Geschmack ist etwas dabei.